Ja, also ich heiße Benjamin Wand und ich wollte über Orgelbau erzählen. Warum tue ich das? Erstens mag ich einfach Musikinstrumente, so ganz allgemein. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass das eigentlich ein ganz cooles Nerd-Thema ist, weil es nämlich zwei Sachen verbindet, die, oder es hat so zwei Sachen, die einfach immer bei so Nerd-Sachen dabei sind. Nämlich erstens Sachen zugänglich machen. Also das ist halt ziemlich. Musikinstrumentenbau wird noch ziemlich dolle von Meister auf Schüler weitergegeben und es ist nicht so super doll öffentlich dokumentiert. Und es ist einfach cool, Sachen zu reverse-engineeren. Und die andere Sache ist, dass man ja bei Nerd-Sachen auch immer gerne Sachen sehr abstrus optimiert. Und das ist auf alle Fälle bei Musikinstrumentenbau auch gegeben. Also die arbeiten sehr präzise, und haben sehr genaue Vorstellungen davon, was sie da eigentlich machen. Ist also sozusagen eigentlich, ist Musikinstrumentenbau insgesamt ein perfektes Nerd-Thema. Ja, alle haben schon mal eine Orgel gesehen, die sieht so aus. Und das, was ihr jetzt seht, ist sozusagen nur die Fassade. Da sind noch viel mehr Orgelpfeifen innen drinne. Man nimmt halt nur ein paar, die man hübsch findet und macht sie vorne dran, wie so ein Interior Designer Mensch macht es. Und hinter diesem das Ding heißt Rückpositiv, also wenn da in der Mitte von der Empore so Orgelpfeifen sind. Dahinter ist der Spieltisch, also sozusagen das User Interface. Aber ich dachte, ich sage erstmal, was es allgemein so hat. Also irgendwo müssen Daten rein, ja? Also man drückt auf Knöpfe und so ein Kram und dann kommt irgendwo Luft. Also eine große Kirchenorgel läuft bei sowas wie 0,1 Bar, aber halt sehr viel Volumen. Deswegen gibt es diese Bälge. Orgelbauer packen tatsächlich auch heute noch Steine auf ihre Bälge, um die zu beschweren. Irgendwie müssen Daten von A nach B. Ja, da haben also sich viele Orgelbauer schon viele Sachen überlegt. Die haben meistens mit mechanischer Übertragung zu tun oder mit pneumatischer Übertragung und jetzt halt natürlich auch elektronisch. Dann haben wir organisierte Luft. Das ist quasi das, was eigentlich passiert überhaupt bei Blasinstrumenten. Die geht zu den Pfeifen und Töne kommen raus. Ja. Wie gesagt, es gibt sehr viele verschiedene Arten Orgelpfeifen. Die klingen alle ein bisschen unterschiedlich. Und also das sind jetzt gängige Modelle, die freundlicherweise mal jemand gezeichnet hat für die Wikipedia. Und dann ist es so, dass quasi von jeder Sorte Pfeife, die drinne ist, einmal eine Tastatur voll Pfeifen vorhanden sind. Also ganz kleine bis ganz große und die heißen dann irgendwas mit Fuß und das ist die Länge vom tiefsten Ton. Also wenn eine Reihe Orgelpfeifen zum Beispiel 8 Fuß heißt, dann bedeutet das, die längste Pfeife ist halt 8 Fuß lang, 2,40 Meter. Genau, da gibt es, ja. Genau. Das könnte man sagen, ist das Cockpit von einer romantischen Orgel. Orgeln waren, also sozusagen, es gibt so eine große Periode in der Barockmusik und eine große Periode in der romantischen Musik. Die haben die Tastaturen, die nennt man bei der Orgel Manual und dann hat es da unten noch eine Fußtastatur, das heißt Pedal. Dann hat es Zeug, um Dynamik einzustellen. Und zwar hier unten gibt es diese Fußtritte. Die kann man, also so ein Hebel kann man so bewegen. Es gibt auch welche, die kann man rollen. Es gibt es auch hier an der Seite. Und da gibt es Anzeigen dafür, was der Status da jeweils ist. Und dann gibt es diese ganzen Kippschalter. Und das sind die Registerschalter. Die machen sozusagen, ob eine Reihe Orgelpfeifen gerade an ist. Man kann sich das so vorstellen, also angenommen, ihr habt diese Sorten Orgelpfeifen, die kleben dann an einer Tastatur. Also es gibt immer ein Set Orgelpfeifen pro Tastatur. Das ist jetzt nur eine Oktave, aber quasi in jedem Kästchen wäre dann eine Pfeife. Von jeder Sorte eine, in jeder Größe eine. 4,5 Oktaven für eine Tastatur und 2,5 für das Pedal. Und die stehen in so einem Pfeifenstock, also es ist nicht zwangsläufig genau rechteckig, sondern die fräsen da auch mal um die Ecke, wenn es besser hinpasst. Dann, und wenn man halt Pfeifen auswählt, also jetzt sind diese beiden orangenen Reihen, die sind quasi an, und dann drückt man den Ton, dann kommen die jetzt gelb eingezeichneten Pfeifen Luft und es tutet. Ja, so funktioniert das. Okay. Und was jetzt? Also ich mag halt, wie gesagt, Musikinstrumente und ich habe letzten Sommer ein Orgelbaupraktikum gemacht und ich fand es leider schrecklich. Aber
Für mich war ein Resultat, dass ich versuchen wollte, eine Orgel zu bauen mit richtiger N Dynamik wie auf einem Klavier. Okay, jetzt bin ich schon eins zu weit, aber das macht nichts. Und zwar so. Lalalala. Das ist jetzt eine Aufnahme, die ich elektronisch klingt nicht toll, aber einfach nur, dass ihr seht, was ich meine mit Dynamik, weil es sind halt nicht nur Musiker immer da. Es muss nur funktionieren. Das ist jetzt sozusagen Klavier. Ja, wenn man verschieden doll drückt, kommen laute und leise Töne. Und wenn man das mit einer Orgel macht, dann klappt das nicht. Es ist egal, wie doll man drückt. Ja? Unschwer zu erkennen. Das ist nun ein altes Ding, zu versuchen, Tasteninstrumenten Dynamik beizubringen. So ist ja auch das Klavier entstanden. Also beim Cembalo hat man sich beschwert, dass es so ein klingt wie 8-Bit-Musik und man wollte aber mehr Auflösung einfach. Genau, und bei der Orgel hat das bis jetzt nicht so richtig doll gut funktioniert. Da gibt es verschiedene Gründe für. Also erstens haben Tasteninstrumente generell einen Schwerpunkt auf Musiktheorie. Also wenn ihr euch eine Band vorstellt, ist tendenziell der Typ am Keyboard der Nerd. Nicht immer, aber das ist so ein Ding. Und dass ein Ton auf einem Tasteninstrument also dass es einfach ein Zustand ist, so ein digitaler Zustand, erkauft Polyphonie. Man kann halt viele Töne gleichzeitig spielen und ganz komplexe Sachen machen mit dem Klavier. Und das kann man machen, weil halt ein Ton immer ein Ding ist. Sonst wäre es krass. Es gibt auch diese C-Boards, wo man so schieben kann mit dem Finger. Ich habe noch keine vernünftige Musik dafür gesehen, zumindest noch keine Polyphone. Ja, also es ist einfach der Klassiker, dass Tasteninstrumente und Musiktheorie sind eng verbunden und halt auch mit Polyphonie. Dann ist es so, bei Orgeln, die sind sehr teuer und sehr konservative Leute geben das Geld. Also Kirchen und so, die haben keinen Bock auf Experimente. Und wenn jetzt so ein Erfinder was baut, der baut einen Prototyp mit drei Tönen und dann macht ein Musiker dü, 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 und denkt, was ist das? Was, ich kann nichts anfangen damit. Ja. Und dann ist es auch noch so, dass, also es gibt grundsätzlich zwei Typen von Orgelpfeifen, die auch auf dem Bild waren, Labialpfeifen und Lingualpfeifen. Und das sind halt Labialpfeifen, die sehen aus wie eine Blockflöte und funktionieren auch so. Und die sind begrenzt in ihren Fähigkeiten, Dynamik dazu bieten, weil sich die Tonhöhe ändert. Also ist so. Hört ihr das? Also es wird ein bisschen höher und tiefer und das ist halt eigentlich was viele Sachen in der Musik schwierig macht. Ja, nicht unmöglich, aber es ist immer ein Nachteil. Genau, es gab halt, wie schon in dem Foto gezeigt von dem Cockpit, bis jetzt also Versuche, Dynamik zu bekommen auf der Orgel. Das erste ist ein Schwellwerk. Und zwar hat es da, also ein Set Orgelpfeifen tut man in eine Schachtel und die haben Türen vorne dran und die kann man auf und zu machen und je nachdem, wie weit die Türen offen sind, desto laut oder leise ist es. Dann in der romantischen Orgel hat man sich was ausgedacht, das heißt Registerschweller. Da werden sozusagen, also kann man nicht nur die Kippschalter einzeln ein- und ausschalten, sondern es gibt auch so Presets, wo man dann machen kann, irgendwie Stufe 1, 2, 3, 4, 5 laut. Und dann geht es von selbst, schaltet sich von selbst die Orgelpfeifen ab und zu, je nachdem, wie laut man das macht. Aber dann hat es immer noch keinen Einfluss, wie doll man drückt auf eine Taste. Ja, sozusagen diese Lautstärkeeinstellung ist immer für ein ganzes Keyboard. Und dann ist es so, dass auch in der romantischen Musik gab es Orgeln, die hatten die Funktion, dass wenn man eine Taste drückt, man drückt sie nur halb runter, dann kriegt die Pfeife nur halb Luft. Das ist schön. Und also ihr habt ja gerade gesehen, mit der Pfeife, es ist ein bisschen schwierig, aber man kann das machen. Das hat ein bisschen den Nachteil, also bei den romantischen Orgeln gehabt, dass wenn man dann die Taste drückt, musste man immer alle Ventile gleichzeitig anheben, die zu jeder Orgelpfeife gehört. Das heißt, wenn man viele Orgelpfeifen auf einmal spielen wollte, musste man sehr dolle drücken mit dem Finger. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig für die Hände von Musikerinnen und Musikern gewesen. Und jetzt kann man das aber schön nachbauen mit Elektronik und man misst einfach, wie tief ist die Taste reingedrückt mit einem Hornsensor und dann bewegt man ein Ventil auf der anderen Seite, so wie das eingegeben wurde.
Dazu gibt es auch diesen tollen Vortrag. Ja, genau. Da wird es sehr ausführlich erklärt, wie diese Firma Heuss das macht, weil es halt Mitarbeiter von denen, die das programmiert haben. Das Problem ist aber, also weshalb ich das nicht als Lösung ansehe, man kann einfach nicht mit halb gedrückten Tasten spielen. Also stellt euch vor, ihr würdet was programmieren und da gäbe es Shortcuts, die würden auf halb runtergedrückten Keys liegen. Das ist nett gemeint, aber deswegen nenne ich das expressives Spiel. Also sozusagen, das ist nicht wirklich Dynamik, aber das ist expressives Spiel. Und ich würde nicht sagen, dass es schlecht ist. Das ist cool, aber es ist halt immer noch nicht so richtig Dynamik. Was habe ich bis jetzt gemacht? Also erstens habe ich dieses bin ich dieses Problem mal angegangen, dass Pfeifen diese Eigenschaft haben, dass die Tonhöhe sich ändert, beziehungsweise nicht ich habe das gemacht, sondern vor 25 Jahren hat sich ein Mensch eine Art Orgelpfeifer neu ausgedacht. Da muss ich jetzt mal zu FreeCut. So. So wie das. Das ist eine Stimmzunge von der Mundharmonika oder von irgendeinem anderen Harmonika-Instrument. Das funktioniert so, dass halt diese dünne Scheibe Blech auf einer dicken Scheibe festgenietet ist und wenn man jetzt von oben reinpustet, dann gibt es einen Ton. Der klingt ungefähr so. Und das Interessante, was der sich ausgedacht hat, Ernst Zacharias hieß der Typ, der sich diesen Mechanismus hat einfallen lassen oder der es rausgekriegt hat, ist, wenn man so ein Teil falsch rum in ein Rohr reinmacht, das dürfte eigentlich nicht funktionieren, funktioniert aber trotzdem. Und das ist jetzt leider eine Pfeife, die spricht ziemlich schnell an, aber ich habe mal selber eine gebaut. Ja. Wie gesagt, die hat halt die schöne Eigenschaft, dass man die Lautstärke ein bisschen ändern kann, ohne dass sich die Tonhöhe ändert. Man sieht allerdings, wenn man sich das im Spektrogramm anguckt, dass sich die Oberstrohnenstruktur ein bisschen ändert. Also wenn man dolle pustet, gibt es viel Obertöne. Es ist jetzt nicht komplett nebenwirkungsfrei, sozusagen. Aber an sich ist das schon mal ganz cool. Dann habe ich ganz viele Orgelpfeifen 3D gedruckt und ich habe ein paar mitgebracht. Da gibt das wieder zu FreeCut. Ha. Das sind jetzt diese. Und was ich gemacht habe, also es gibt sozusagen so Listen von, wie man das macht, wie man die Proportionen macht, wenn man eine verschiedene Größe hat an Orgelpfeifen. Und ich habe jetzt einfach mal einmal so ein Standard-Set gemacht mit verschiedenen dicken Rohren. Der Grund für die Rohre ist logischerweise, Orgelpfeifen sind groß, die passen nicht in den 3D-Drucker. Ich wollte keine Holzarbeiten machen. Blei ist nicht so schön in der Küche. Also Orgelmetall ist ein tolles Material. Aber es ist halt nicht so richtig zugänglich für Privatpersonen und so. Genau, also sozusagen, das sind jetzt Pfeifen, die eigentlich sozusagen zusammengehören sollten, die gemacht sind nach so Standardmaßen. Ah, vielleicht sollten wir mal auf das Spektrogramm nochmal gehen. Das ist auch ganz interessant. Und der Sinn an der Sache soll jetzt sein, quasi, dass dieses Obertonzeug ein bisschen ähnlich ausschaut. Ich würde sagen, das geht. Also, weil andere Pfeifen sehen ziemlich viel anders aus. Das zum Beispiel ist eine Flöte. Sieht man ja. Ja, genau. Also quasi, vielleicht soll ich ein bisschen auf das Ding eingehen. Der untere Ton ist immer der, den du hörst. Also zum Beispiel hier der. Und dann ist es so, dass in so einem Resonator dann halt nicht nur dieser Grundton schwingt, sondern auch immer mehrfache von den Grundtönen. Und je nachdem, was man da für eine Form hat an den Pfeifen, also
wie groß man genau dieses Loch macht im Verhältnis zum Durchmesser und zur Länge. Diese Proportionen, die beeinflussen halt den Klang. Und so gibt es diese verschiedenen Arten von Orgelpfeifen. Wie viel der Obertöne will ich drin haben, war die Frage. Ich soll die Fragen wiederholen. Ich würde voll gerne von normalen Orgelpfeifen solche Aufzeichnungen haben, die habe ich nicht. Also diese Dinger einmal zu drucken in verschiedenen Größen, da war das Ziel zu gucken, ob das klappt, wenn ich die sozusagen gleich proportioniere, dass sie dann auch ähnlich klingen. Dass man sagen könnte, okay, das ist ein Register, die gehören alle zusammen. Okay, was aber jetzt bei denen schon mal auffällt, ist, dass die ein bisschen komisch, ach so, ja, ein bisschen komisch ansprechen. Also, das ist immer, wenn ich jetzt puste, sofort, richtig, dann kriege ich den Ton, den ihr auch gesehen habt. Aber wenn ich wenig puste, dann macht es einen komischen Effekt. Ja, das ist toll. Aber hier habt ihr es. Hier ganz am Anfang hat man es mal gesehen. Es hat vorher so einen kleinen Schlenker. Genau. Das heißt sozusagen, ich würde die nicht so, wie sie jetzt sind, ein großes Set davon drucken und in so eine Orgel einbauen, von der ich Dynamik erwarten würde. Das wäre Käse. Ich gehe jetzt mal auf das File ein. Also, diese FreeCut-Files, die sind auf GitHub und wenn man eins anguckt, dann muss man immer zuerst in dieses Spreadsheet. Das ist ganz toll. Kann man eingeben, wie dick ist mein Rohr, außen und innen und wie breit und hoch will ich den Ausschnitt haben. Und die Blockphase, da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so viel drüber, was der Sinn von der Sache ist. Aber das gibt es in Blockflöten, das ist diese Kante hier. Die kann man an- und ausschalten, sozusagen in dem FreeCut-File. Genau, und die sind quasi so eine Art Orgelpfeife. Ich habe die dann immer auf 45 Grad gesliced, also so, mit dem Ziel, dass man innen keine Supportstruktur rauspuppeln muss. Also weil das halt, man versucht halt das Labium immer möglichst glatt hinzukriegen und auch.